Ja, herzlich willkommen, werte Motorsportfreunde, hier zu den heutigen News. Und ja, nach zwei Wochen fast Pause geht es jetzt weiter mit dem zweiten Rennen. Und heute waren bereits die ersten zwei Trainings in Kuala Lumpur, in Malaysia, Sepang. Und ja, dort gab es auf jeden Fall, sag ich mal, vorne an der Spitze nicht wirklich Überraschendes. Im ersten Training war Lewis Hamilton wieder vorne, also ein Mercedes, und im zweiten Training sah es nicht anders aus. Allerdings muss man sagen, ist der Abstand eindeutig kleiner geworden zwischen den Teams anscheinend, speziell auf einer Runde. Denn dort kann man jetzt sagen, dass 7 Fahrzeuge innerhalb von fast knapp 4 Zehntel waren, speziell im zweiten Training. Und ja, viele, viele Fahrer konnten bereits sehr, sehr viele Runden drehen, wieder einmal. Sogar Red Bull schien hier mehr auf Augenhöhe zu sein. Der schnellste Verfolger auf jeden Fall auf einer Runde war Kimi Räikkönen. Er war nur knappe 35.000stel hinter Nico Rosberg. 61.000stel hinter Rosberg war Vettel auf Platz 3, Hamilton nur auf der 4, Alonso auf der 5, Massa auf der 6 und Ricciardo auf der 7. Und dann ja, war schon ein kleiner Abriss von knapp 14 auf 17, weil dann kam Jenson Button, Bottas und Hülkenberg. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, wenn es um die schnelle Zeit geht, sind die Teams wohl sehr, sehr dicht zusammengerückt. Allerdings auf einer schnellen Runde auf einen Long Run gesehen war es ja nicht der Fall. Da war wiederum Lewis Hamilton der schnellste mit einer knappen halben Sekunde vor. Ja, man möchte zuhören, Sebastian Vettel. Also selbst beim Long Run scheint Red Bull jetzt wieder eindeutig besser in Fahrt zu kommen. Speziell, man konnte heute ordentlich Runden drehen. Vettel speziell im zweiten Training 29 Runden. Ricciardo auch 29. Es waren zwar nicht die meisten, aber es war eindeutig ein Fortschritt wieder. Und ja, selbst Red Bull gibt zu, man hat Probleme auf den langen Geraden. Dort denkt man, laut Christian Horner, verliert man 8 Zehntel bis eine Sekunde. Allerdings holt man das wohl wieder in den Kurven auf. Also das spricht schon mal eindeutig für die Aerodynamik des Red Bulls. Und ja, an der Geraden, da muss man anscheinend noch ein bisschen arbeiten mit der Topspeed. Das könnte allerdings auch am Renault-Motor liegen. Aber naja, da kann man sich streiten, wie man will. Ja, noch immer große Probleme auf jeden Fall hatte Lotus, Maldonado und Grosjean. Also Maldonado ist, glaube ich, heute fast gar nicht gefahren, nur 3-4 Runden oder so. Grosjean konnte im zweiten freien Training 14 Runden fahren, war damit der 17. schnellste. Ja, und bei Kamui Kobayashi läuft es auch noch nicht so. Er war im KTM auch wieder mit 0 Runden unterwegs, also da gibt es eindeutig noch Probleme. Das Wetter war auf jeden Fall trocken, so viel kann man sagen. Ja gut, was nun natürlich das Wochenende bringt, weiß man nicht. Einige Fahrer auf jeden Fall, auch einige Teams hoffen, dass es hoffentlich während des Rennens vielleicht eine Gelbphase gibt, damit man eventuell Sprit sparen kann, weil man hat wohl die Befürchtung, dass wahrscheinlich sogar alle Benzin sparen müssen, wenn das Rennen, falls es keine Safety-Car-Phase geben soll. Und daher wünscht sich das ein oder andere Team, ja komm, vielleicht doch hier eine Gelbphase, das wäre ganz nett und ganz angenehm für uns auf jeden Fall. Und ja, das Wetter spielt natürlich auch wieder eine Rolle, wie wird das Wetter. Ja, es ist auf jeden Fall wohl ein leichtes Gewitter angesagt zum Rennstart. Ob das nun natürlich wirklich kommt, ist die Frage. Malaysia kennt man das Wetter, da kann von einer Sekunde auf den anderen ein Monsun bereits so ungefähr kommen. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dem freien Training. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum, ja, Qualifying. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao und bis dahin.